Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich die Pam-Box für, also Pamela Reif und Foodies-Box für August und September. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich habe die jetzt im Abo. 29,95 kostet die pro Box und pro Monat. Ich habe so einen Freunde-Werben-Freunde-Code, den kannst du gerne anwenden. Der ist in der Infobox verlinkt, ja. Genau. Ja, ich bin sehr gespannt. Letztes Mal war ich sehr positiv überrascht von der Box, muss ich sagen. Und die ist echt riesig, ne? Ich war jetzt ja auch am Wochenende auf der Glow und da war Pamela Reif einen Tag später da. Ein Tag davor war Sarah Harrison da. Es ist eine wunderschöne, echt krasse Frau. Die hatte so ein fantastisches Kleid an. Das ist der Wahnsinn. Also extrem stilvoll, wunderschön und ich möchte jetzt einfach in die Box reingucken. Natürlich und vegan sind die Produkte in der Box. So steht hier extra drauf. Professional Snacker steht hier drauf. Und hier sind halt Lifestyle-Produkte, Food-Produkte, Sport-Produkte, glaube ich, halt auch irgendwie mit drin. Sagt die Sapti. Und da ist sie, ne? Okay, also hier haben wir einmal den Blick in die Box. Es kommt hier halt wegen dem Tee, den ich hier, glaube ich, habe, sehr frisch und angenehm raus. Aber da gucken wir gleich mal die Produkte an. Erstmal schauen wir uns diese Frau an. Hart ist die schön. Ich meine, die tut auch wirklich was dafür, ne? Die tut was, um so einen Körper zu haben. Wow, also wie viel Sport kann man machen? Ja. Wie schön kann man sein? Ja. Also echt Wahnsinn. Hier stehen dann auch immer so ein paar Worte noch mit dabei. Dear Foodies, huhu, bist du zu Hause oder packst du dieses Paket verspätet aus, weil du im Urlaub warst? Lustigerweise sind wir im August fast nie in den Urlaub gefahren. Das ist ja auch in Deutschland, nein, da ist es ja auch in Deutschland warm. Wieso noch weiter in den Süden? Dieses Jahr sieht das Hause, ne? Nochmal. Dieses Jahr sieht das im Haus Reif zwar ein bisschen anders aus, aber meine Theorie bleibt. Entwarnung für alle Reisenden, in dieser Box wurde nichts schlecht. Okay, das ist schon mal gut. Kein Produkt konnte verderben, auch wenn es 2 Wochen bei 40 Grad vor deiner Haustür auf dich gewartet hat. Sehr charmant. Also allein wie sie schreibt, finde ich echt sympathisch, ne? Also, diesen Monat möchte ich dir Folgendes vorstellen. Das müssen wir uns hier gleich mal in Ruhe angucken. Wir lassen uns nicht spoilern. Beauty Add-on. Auch das lassen wir uns nicht spoilern. Auch das hat sie echt schön hier so, ne? Also, ich mag diese lockere Art, wie das hier geschrieben ist. Viel Freude mit allen Produkten. Markiert Foodies Official und mich am besten, Pam Goes Nuts, gerne in euren Stories. Ich freue mich auf eure Nachrichten. Ja, ich habe jetzt auch gelernt, das wusste ich natürlich vorher nicht, dass Pamela Reif auch selber diese Pam Goes Nuts oder sowas hat, ne? Dass sie halt auch in dem Sinne, ja, nussverrückt ist und in dem Sinne hier auch definitiv mal so ein Nussprodukt drin sein wird. Liegt natürlich auch, ne? Also ich meine, du machst ja das, wo dein Herz für brennt und für ihr Herz brennt offensichtlich für Sport und für Nüsse, ne? Weil das ist ja auch das, was sie sehr krass vermarktet. So, hier sind die Produkte aufgeführt mit ihren individuellen Beschreibungen. Auch hier auch wieder so ein schönes Bild von ihr mit einer Himbeere. Ja, die Frau ist einfach schön, ne? Ja, kann man nicht anders sagen. Genau, die einzelnen Produkte. Ein Rezept haben wir auch noch mit am Start und noch ein Rezept haben wir am Start. Finde ich cool. Und jetzt gucken wir in die Box. Also als erstes nehmen wir mal das, was geruchsintensiv hier rausgehauen ist. Mit Plastik war gestern. Eistee zum Kaltaufgießen. Das trifft voll meinen Geschmack. No Sugar Original Limette Matcha. Leicht süß, ohne Zucker, vegan, natürlich, biologisch abbaubar. Finde ich klasse. Und da hast du wohl 10 solche Beutelchen drin. Und ich mache das immer tatsächlich, dass ich mir im Sommer auch den Tee kalt aufgieße, weil Özlem, Elanido, das irgendwann auch mal in irgendeinem Video erwähnt hatte. Seitdem mache ich das tatsächlich so. Hier haben wir dann ein bisschen Plastik drin, aber das geht ja alles vollkommen klar. Und hier hast du diese Pyramiden drin. Das hast du ja auch ähnlich bei diesem Mesmer-Tee oder wie heißt der denn, was ich mir letztens gekauft habe? Tee kann? Ich weiß es nicht. Das, was man halt wirklich kalt aufbrühen kann, was man in der Drogerie auch bekommt. Und hier unterstützt du aber auch mit deinem Kauf, unterstützt du nachhaltige Verpackungsinnovationen. Also hier hat wirklich jemand irgendwie nachgedacht, ne? 100% natürlich, vegan. Jo. Und dann einfach aufgießen, ziehen lassen, fertig ist die Laube. Mache ich tatsächlich auch. Ach, könnte ich euch auch einfach mal zeigen. Der sieht hier nicht mehr so schön aus. Aber das ist die ja, Eistee-Zitrone-Variante, die ich halt aktuell in Anwendung habe. Und da muss ich tatsächlich einfach mal kurz was zu erzählen. Und ich glaube auch, dass es bei denen ähnlich sein wird, ne?
Das ist jetzt das dritte Glas, was ich mit diesem alten Teebeutel trinke. Und es hat immer noch ordentlich Geschmack. Das ist wirklich heftig. Genau, also kann ich halt auch nur so als Tipp mitgeben, ne, dass man den Teebeutel dann ja nicht nach einem Glas wegschmeißen muss, sondern guckt einfach mal, wie lange der Geschmack sich bei euch so hält. Und ja, das hier werde ich mit nach unten nehmen. Hier oben habe ich nämlich Waterdrops stehen. Die habe ich mir letztens gekauft und dann kommt das nämlich mit nach unten. So, dann habe ich hier das nächste und zwar Ollie's Olives Chili Rosemary. Puh. Scharf kann ich aktuell nicht so gut essen, aber das ist nicht schlimm. Vegan, nur 68 Kalorien per Pooch. Weiß ich jetzt nicht, was ein Pooch ist. Und das kannst du halt direkt snacken, wenn du möchtest. Das ist auch noch ein Jahr haltbar, also ungefähr ein Jahr. Und das sind halt grüne Oliven mit Chili und Rosmarin. Hört sich auf jeden Fall sehr, sehr lecker an. Kann ich mir gut vorstellen, dass wenn man auch so eine Sommerparty hat oder so. Ich weiß nicht, haben wir hier überhaupt ein richtiges Motto? Haben wir nicht, ne? Es ist halt jetzt einfach nur eine Sommerbox, würde ich jetzt mal so sagen. Hat sie auch so nicht, glaube ich. Ich habe mir selber nicht zugehört, als ich das vorgelesen habe. Also im Prinzip, ja, eine Sommerbox. Deswegen, also für mich passt das definitiv. Dann habe ich hier ein bisschen Beauty von Santé Natur Kosmetik. Family Glanzspülung haben wir hier drin mit Bio-Birkenblatt. Und Provitamin B5, silikonfrei. Muss ich gucken, ob meine Haare das mögen. Manchmal wollen die eher Silikone haben. 150 ml haben wir hier drin. Aber Santé Natur Kosmetik hat ja auch gute Produkte mit drin. Riechst du jetzt so nichts raus. Bei manchen riechst du das halt durch die Verpackung durch. Deswegen rieche ich da gerade dran. Ich finde das immer ein bisschen hygienischer, wenn ich das auf die Art und Weise erstmal versuche. Aber auch so riechst du da nichts raus. Also von daher muss ich mal gucken. Kommt auf jeden Fall erstmal in meine Backups mit rein. Dann habe ich ja noch ein kleines Foodie-Tool quasi von Zenka. Seit 1885 Patisserie. Da kannst du Muffinförmchen. Da kannst du Muffins drin backen. So. Oder Cupcakes. Und ja, also Papier-Muffinförmchen steht hier hinten auch drauf. Das ist wohl aus Verpackung, aus verantwortungsvollen Quellen. Okay. Ich weiß nämlich nicht. Hä? Zenka gehört zu Fackelmann. Auch das ist interessant. Ne? Steht hinten drauf. Ja. Ich weiß nicht, aus kompostierbar ist das auf jeden Fall. Okay. Aus Kakaoschalen. So ist das nämlich. Weil ich habe mir gedacht, die Verpackung, das sieht so anders aus. Das muss doch irgendwie so aus einem speziellen Material sein. Ja, aus Kakaoschalen. Und die sind auch noch kompostierbar und recycelbar. So nämlich. Das finde ich total sympathisch und finde ich klasse. Wirklich gut. Auch wenn ich sagen muss, ich weiß gar nicht, wann ich zuletzt Muffins gebacken habe. Bin ich auch nicht so die Backqueen drin, aber das ist nicht schlimm. Denn vielleicht werde ich demnächst mal eine Gelegenheit dafür finden. Mal schauen. Dann habe ich hier von Three Bears Pocket Porridge. Pocket Porridge. Okay. Exotische Früchte. Ich mag die Porridges von Three Bears total gerne. Mit 41% Vollkornhafer. Das ist wohl neu. Ist ein Produkt halt so, ne? 55 Gramm. Ich denke, dass es ein sehr nasser Riegel sein wird. Jedenfalls sieht es so aus. Ja. Auch wenn man hier so von der Seite schaut. Den lege ich mir dann auch mal hier in meinen Tisch. Und dann kann ich da immer sowas snacken, wenn ich meinen Heißhunger kriege. Das ist auch immer sehr, sehr praktisch. Dann habe ich hier ein großes, schweres Produkt drin. Das ist echt cool. Fireggi High Quality Foods Granatapfelmelasse. Okay, ohne künstliche Farbstoffe und Konservierungsstoffe. Okay. Da müssen wir gleich mal kurz herausfinden, was das ist. Eine Melasse. Also ich kenne Sirup, ne? Das kannst du hier scheinbar über Salat machen, so sagt das Bild auf jeden Fall. Es wird zur Zubereitung von Cocktails, zum Marinieren von Fleisch, für Salatdressing und sowohl für süße als auch für salzige Gerichte verwendet. Keine Kühlung erforderlich. Das finde ich interessant. Ich schaue mal eben, ob hier irgendwie vielleicht ein Tipp dazu drin ist, wie sie das so empfehlen würde zu verwenden. Weil das wäre natürlich cool, ne, wenn sie das irgendwie mit dabei schreibt. Ja. Granatapfelmasse, was... Granatapfelmelasse, Masse voll. Was für ein tolles Produkt, das ich jetzt erst neu für mich entdeckt habe. In der orientalischen Küche ist sie eine verbreitete Zutat. Hier bekommt man sie gar nicht so einfach. Aber jetzt in der Pambox. Sie vereint den säuerlich...
säuerlichen, leicht herben Geschmack von Granatapfelsaft mit einer feinen Süße, die in diesem Fall von Dattelsirup kommt. Und das war's dann auch schon. Kein raffinierter Zucker, keine Aromen, kein Schnickschnack. Nur diese zwei Zutaten. Sehr sympathisch, oder? Muss ich wirklich sagen. Was man damit nun anfangen kann? Fragezeichen. Mein Favorit? In Salatdressings geben. Okay, gewagt, aber lecker. Ein Drizzle auf Frühstück-Bowls oder Porridge. Ein Drizzle, okay. Ich kenne mich mit sowas nicht ganz so gut aus. Für die süße Note in Gemüsegerichten. Interessant. Mineralwasser mit einem Spritzer Melasse und etwas Minze. Ein erfrischendes Getränk für den heißen Hochsommer. Das kann ich mir auch gut vorstellen, tatsächlich. Als Marinade für Fleischgerichte verwenden. Und zum Kochen als Zuckerersatz von, und Süßungsmittel. Doch, sehr cool, ne? Ja, das gönnen wir uns mal. Das können wir uns mal genauer anschauen. Dann habe ich hier ein Pizzagewürz. Spice Your Pizza von Foodist. Das ist schön. 50 Gramm, sowas gebrauchen wir immer wirklich sehr, sehr häufig. Und immer, wenn wir entweder TK-Pizza machen oder Pizza bestellen, kommt auch immer was von einem Pizzagewürz mit drüber. Wir haben eigentlich das von Just Spices. Da könnt ihr übrigens aktuell mit Just Cloudy auf den Adventskalender 5 Euro sparen. Also falls ihr Bock habt, gönnt euch hart. Ist auch in der Infobox verlinkt. Ist ein Affiliate-Rabattcode, ne? Heißt, ich verdiene daran auch eine kleine Provision. Genau, so. Das hier können wir aber auch mal ausprobieren, weil warum nicht, ne? Und Foodist hat, glaube ich, auch eigene Foodmarken, ne? Das eigene Foodprodukte, das hatten wir letztes Mal auch, glaube ich, schon mit drin gehabt. So. Okay, ich glaube, ich habe es jetzt. Was ist das jetzt gewesen? Ich gucke jetzt noch einmal schnell durch, ob ich nicht irgendwie ein Produkt vergessen habe. Weil ich... Ja. Nö. Also, das waren jetzt alle Produkte. Das ist auch soweit so gut. Ach, guck mal, Salat mit Granatapfeldressing. Und da hast du auch eine Rezeptidee für dieses... für die Granatapfelmelasse. Hier, richtig, richtig, richtig ansprechen, ich sag's euch. Okay, das waren jetzt die Produkte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Produkte. 29,95 habe ich dafür ja bezahlt. Ne? Das ist, je nachdem, welche Abo-Form man wählt, kann das Abo natürlich auch günstiger werden. Es sind hochwertige Produkte, das sehe ich Ihnen auf jeden Fall an. Ich muss aber sagen, ich glaube, letztes Mal fand ich die Box ein bisschen cooler. Weiß ich nicht. Also, mein Lieblingsprodukt ist, glaube ich, die tatsächlich Granatapfelmelasse und der Eistee. Das sind so die Sachen, die mich catchen. Aber letztes Mal hat sie mir doch ein ganz kleines bisschen besser gefallen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht ganz genau, warum, aber es ist so. Ne? Also dieses Mal bin ich nicht ganz so geflasht, auch wenn hier wirklich brauchbare Produkte drin sind. Also keine Frage, ne? Wir werden die verwenden, wir werden die gerne verwenden. Ich werde mal demnächst Muffins backen, Leute, glaube ich. Und ja, ne? Irgendwie 30 Euro dafür, da kannst du besser, in den Laden gehen und dir dann genau das kaufen, was du für 30 Euro haben möchtest. Weiß ich nicht. Irgendwas fehlt mir hierbei. Schreibt mir mal gerne eure Meinung unten in die Kommentare. Ich weiß, dass diese Aufforderung etwas gewagt ist, denn letztes Mal haben mir dann auch ziemlich viele Ultra-Fans krasse Kommentare geschrieben, die echt nicht nett waren, Leute. Also ich kenne die Leute nicht persönlich und kann ihnen halt auch nicht so hart folgen, dass ich genau weiß, warum jetzt welches Produkt hier genau drin ist. Und ihr seht es ja auch hier relativ ungeschnitten bei mir. Das ist ja auch mein First Impression Unboxing. Ne? Also man guckt den Leuten immer nur vor den Kopf. Dementsprechend seid bitte freundlich. Das ist mir schon wichtig. Okay, ihr Lieben, das war es jetzt hier von mir und dem Unboxing von der Pambox August, September. Ne? Gerne, wie gesagt, eure Meinung unten in die Kommentare. Und wenn dir mein Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings der Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!